die Freiwilligenvorsorgeuntersuchung U10 und U11, die leider nicht von allen Krankenkassen übernommen wird, was ich sehr schade finde, denn der Zeitraum zwischen der U9 mit 5 Jahren und der J1 mit 12 bis 15 Jahren eindeutig zu lange ist und die Kinder sich in dem Alter, gerade im Grundschulalter, auch großen Entwicklungssprünge machen. Und die späteren Vorsorgeuntersuchungen im Jugendalter J1 und J2 kommt natürlich auch ein bisschen das Schamgefühl des Jugendlichen hinzu. Es wird sich vielleicht auch in der Schule drüber lustig gemacht. Mensch, den muss man sich ganz ausziehen vor der Ärztin, geh da nicht hin. Und die Eltern haben vielleicht da auch nicht mehr ganz so den Einfluss auf die Jugendlichen. Wir versuchen aus diesem Grund die Vorsorgeuntersuchungen, also die J1, schon mit 12 Jahren zu machen, denn 12-Jährige sind noch eher zu lenken als dann 14-, 15-Jährigen. Und die J2 haben wir leider sehr, sehr selten in der Praxis. Diese Untersuchung ist wichtig in Anbetracht dieser Tatsache, dass sie mit 18 den Hausarzt wechseln, vielleicht auch dann lange Zeit in der Ausbildung erstmal gar keinen Hausarzt haben, gar nicht zu Vorsorgeuntersuchungen gehen, um dann vielleicht auch noch ein bisschen Hinweis geben, wie man das Leben vielleicht auch noch in die richtige Richtung bekommt.